Wenn am Ende einer Saison freiwillig Sekt und Bier verschüttet wird, dann hat eine Mannschaft in der Regel vieles richtig gemacht. Das letzte Heimspiel der Saison wurde zur großen Party für TuS Koblenz, aber der Reihe nach. Vor dem Spiel gegen Pirmasens 2 galt es zunächst, Frank Linnig aus dem Präsidium zu verabschieden. Der Unternehmer hatte in den zurückliegenden Jahren viel Herz, Zeit und auch Geld in die TuS investiert. Er war nicht immer unumstritten bei Außenstehenden, aber die, die seinen hohen Einsatz einschätzen konnten, sagten an prominenter Stelle Danke. Ein emotionaler Moment für alle Beteiligten. Sportlich hatte dieses Duell nur noch statistischen Wert. Die Koblenzer waren Tage zuvor auf der heimischen Couch Meister geworden, weil Verfolger Hauenstein entscheidenden Boden verlor. Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Regionalliga geht es für die TuS wieder nach oben. Endlich hat die Arbeit auch erste Früchte getragen in Form einer tollen Saison der ersten Mannschaft. In der Form, dass die Mannschaft alle anderen Vereine dominiert hat letztendlich. Und dann freuen wir uns und sind froh, dass wir jetzt dann im Haus einen Stockwerk höher marschieren können. Vor dem Gang nach oben standen noch zwei Spiele an. Das letzte für diese Saison auf dem Oberwert gegen Pirmasens, bevor man diese Woche zum Abschluss noch in Hauenstein ran muss. Man wird sehr entspannt zum Tabellenzweiten fahren. Pirmasens, ein Team aus dem Mittelfeld, durfte an diesem Nachmittag auch eher nur zuschauen, denn wirklich mitspielen. 1:0 stand es zur Pause. Am Ende gewann Koblenz die Partie unaufgeregt mit 3:0. 21 Siege in 30 Spielen, nur 2 Niederlagen. Das war sportlich beeindruckend, was der Oberligameister in dieser Saison gezeigt hat. Ein Aufstieg quasi mit Ansage, denn zu Saisonbeginn hatte Kapitän André Marx ins RZ-Mikrofon gesagt, wir haben alle keinen Bock, lange in der Oberliga rumzuspielen. Ich denke, das haben wir die ganze Saison über gezeigt, dass wir so schnell wie möglich wieder hoch wollen. Und am Mittwoch haben wir es schon gefeiert und heute wird richtig gefeiert. Ihr seht ja, was hier los ist. Und ich denke, wir sind zu verdient Meister geworden und nächstes Jahr Regionalliga. Der Wille aufzusteigen, ganz einfach. Wir haben uns zusammengesetzt, zwischendrin nochmal und haben gesagt, Jungs, wir wollen hoch. Und wir sehen es ja hier bei Stali, dass wir einfach wieder hoch wollen. Ich bin einfach nur glücklich. Der letzte Aufstieg ist, glaube ich, jetzt diesen Sommer 10 Jahre her in die zweite Liga. Seitdem ging es eigentlich peu à peu bergab. Wunderbar, wunderbar, dass wir jetzt zurück sind in der Regionalliga. Erstes Etappenziel erreicht. Und ich glaube, jetzt wird heute ganz, ganz lang gefeiert. Lang und ausgiebig, in der Tat. 10 Jahre nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, endlich mal wieder ein Aufstieg für TuS Koblenz. Der Trainer damals, auch dieses Mal im Stadion, Milan Čačić. Ja, aber kommen die Erinnerungen wieder zurück. Ich bin sehr glücklich, weil ich bin ein Koblenzer wenn man sieht, die Menschen hier, die Freunde, das ist das, was macht dieser Sport aus. Und ja, ich finde, das ist eine feine Sache. Seine Nachfolge als Koblenzer Aufstiegstrainer musste man erst suchen. Während die Jungs vorne feierten, gönnte sich der Macher hinten fast unbemerkt einen Schluck Bier. Patrick Sander. Die Mannschaft musste sich erst finden. Wir haben sie relativ spät zusammengestellt. Aber was man ihr hoch anrechnen muss, ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt bereit war zu lernen und dann auch aus Fehlern zu lernen und diese Fehler dann abzustellen. Und dann ist unseren Weg gefolgt und das war dann natürlich so, dass wir über die Länge der Distanz schon klar die konstante Mannschaft waren. Irgendwann stand dann auch Sander, verdientermaßen, mal ganz vorne. Der Trainer wird nun die Aufgabe haben, mit erneut kleinem Etat ein Regionalliga-Team auf die Beine zu stellen. Ein Aufstieg kommt eigentlich nie zu früh, aber kommt dieser auch zum richtigen Zeitpunkt? Also ich hoffe, es muss allen Beteiligten klar sein, dass das nicht so weitergeht. Ne? Dass das, sage ich mal, so eine sportliche Vorleistung war. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch wirtschaftlich die Möglichkeit kriegen, auch in der Regionalliga vernünftig planen zu können. Und darin, glaube ich, liegt die Schwere dieses Aufstiegs. Tschüss Oberliga. Die TuS zeigte mit ihren Aufstiegst-T-Shirts deutlich, was sie fußballerisch vom ländlichen Raum hält. Bleibt zu hoffen, dass ihnen diese T-Shirts in einem Jahr nicht um die Ohren fliegen und der Wunsch von Mannschaft und Fans erhört wird.